Was geht ab, ihr Einstieg? Willkommen zurück zu einer Folge PUBG-Turnier. Heute mit allen aus der Peter, da haben wir uns Jules geschnappt. Hallöchen. Und raus mit euch. Hallo. Boah, geiler Jules. Wir sehen uns am Schlachtfeld. Bis gleich. Oh, endlich sind sie weg, ey. Es tut auch schon viel besser, wenn die gar nicht mehr reden können. Ich geh einfach hier, komm, ich geh Abby. Why not? Zentraler Punkt, oben drauf. Also, ist ja nicht ganz zentral. Ich glaube, Gorka ist richtig zentral, aber ist doch trotzdem super. Ich will natürlich mein eigenes Schloss haben, das ist ja wohl dir klar. Ich fürchte, man kann's. Kann man so weit fliegen? Oh, wird schwierig. Okay, also, wir gehen hier nach Dobro Mesto. Ab nach Dobro Mesto. Kommt wer mit? Sieht nicht so aus. Wo willst du denn hin? Oh, ich hab nicht gesagt, wo du hin willst. Also, ach so, ich bin Goroka gelandet. Ja, scheiße. Ich bin woanders. Okay. Das ist ganz weit weg von mir. Ah, gut. Dann muss ich zumindest nicht die Sorge haben, als Erster zu sterben. Ich hole mir jetzt mein Burgfräulein, Alter. Ich dachte auch, ihr seid alle gemutet, wenn ich ehrlich bin, deswegen. Ist hier jemand in Dobro Mesto? Ich glaube nicht. Das heißt, wir können hier ganz entspannt looten. Oh mein Alter, was? Noch so ein bisschen rum. Guck mal, einer geht Gorka. Einer geht da an das kleine Ding. Hey! Ich bin einfach fast tot. Läuft. Ja, okay, haben wir uns mal gemutet. Aber so eine Runde, wo wir alle quatschen, wäre auch irgendwie lustig. Also zumindest auf der LAN war das lustig. Das G36, ich glaube, das werde ich heute mal spielen. Das sieht doch gut aus. Können wir den bitte anziehen? Danke. I like it. Stimmt, das ist Third Person wieder. Haha. Alter, Sepp hat wieder vergessen. Wir hatten zumindest die Ansage, dass wir dann auf First Person wechseln. Mal gucken, ob die anderen das auch machen. Ich tippe auf Nein. Ach nee, Rechtsklick einfach nur war das. Von wegen hier, du musst Steuerung Linksklick machen. Hab ich nur auf der LAN erzählt, das ist ja Quark. Oh, scheiße, ich muss hier. Hohoho, ich wollte nicht cheaten. Ich habe vergessen, die Sicht umzustellen. Da, Jason ist vorbeigekommen und seine Machete da gelassen. Ach, guck mal, so eine schöne. Wie hat die nochmal geschossen, das Ding? Ah, die war das, die zwei Schuss, ne? Ja, zwei Schuss. Wisst ihr, was auch zwei. Nee, komm, hör mal auf. Hör mal auf. Oh, das ist aber schön hier. Guck mal, Snack. Das ist dieselbe. Ich wollte die nicht nochmal haben, ich wollte die Munition dafür haben, Bruder. Aber hey. Die Waffen sind nicht so schön. Warte mal, wieso spielen wir eigentlich Third Person? Fällt mir jetzt erst auf. SLR. Ah, schon mal besser als nix. Ja, ich meine, beim letzten Mal hat das einer vergessen, also haben wir das vergessen. Und da habe ich dann gedacht, okay, machen wir das vernünftig. Dann habe ich das Match Easy Snack gewonnen. Und danach wurde dann gesagt, du sollst aber bitte Ego-Perspektive machen. Die Hälfte hat er dann gemacht und die andere nicht. Ja, ich bin nicht happy mit dem Loot. Mir fehlt da noch eine. Ja, mir fehlt eine Rüstung. Ja, guck mal. Größer Backpack. Ah. Hier ist nix. Nur Müll. So, ich hätte gerne. Wo muss ich denn hin? Da muss ich gleich hin. So, bei Gott gibt's doch bestimmt, oder? Was haben wir dann? Eine VSS. In der Kirche. In der Kirche liegen die meisten Knarren. Das ist überhaupt die Kirche. Gar nicht die Kirche. Das ist die Kirche. Ja. Hallo? Und so sprach ich. Du bist ein Scharfschützengewehr. Übrigens, ich lese die Kommentare, die das hilfreiche Feedback, das lese ich. Auch die Sachen, die mir sagen, was ich für ein schlechter Mensch bin, auch die lese ich. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich weiß, mir wird immer gesagt, Bro, drück doch Tab, dann hast du direkt deine Sachen hier. Ich weiß, aber ich spiele das Spiel zu wenig und irgendwie schaffe ich es nicht mehr, mir das anzugewöhnen, auch wenn ich dran denke. Also, ein Aufsatz wäre noch ganz schön. Und eine andere Waffe als die ich habe. War da gerade jemand? Okay, ich dachte kurz, da wäre jemand. Holy shit, Mann. Guck mal, wir können uns richtig Zeit lassen. Das ist ja mal eine richtig nice. Auch lecker, ein Schalli. Also eine richtig nice hier Zone. Okay, bin ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie ich auf das andere Visier wechsle. Ich will aber das andere Visier haben. Das hier will ich nicht. Das hier will ich. Ja, perfekt.
Oh, das wird wild, damit zu schießen. Das ist ja wirklich wie im Mittelalter. Oh, die MK12. Das ist so eine dicke Sniper, ne? Die so richtig dick snipert. Da ist, glaube ich, einer runtergegangen. Der ist vor mir runtergegangen. War es Villa und Gorka sind auf jeden Fall beides Leute. Fällt mir gerade ein, ich muss ja gar nicht über die Brücke. Hier ist ja alles gefroren. Ist ja voll gut. Ah. Mini. Ah. Ich sag mal so, der Freund von den anderen war. Nehmen wir doch die. So. Wo wollen wir denn hin überhaupt, ist die Frage. Gute Frage. Ich bin überrascht, dass niemand hier mitgelandet ist und irgendwie schließt sich die Zone sehr, sehr langsam. Das ist, es ist jetzt eher so eine Camper-Runde für mich, habe ich so das Gefühl. Bei der nächsten Folge wird hot gedroppt. Was ist, wenn ich einfach eine Runde mörsere? Ich sage ja, die Kirche ist lecker. So viele Waffen in der Kirche liegen, also wirklich. Wozu ist die Kirche nur verkommen? Bro. Na, guck mal. Jetzt aber. Einfach dahin. Einfach in die Richtung. Gucken, was passiert. Achso. Ich war schon so, warum ist nichts passiert? Das ist weit genug, oder? Hupsala. Da kommt die Zone. Lauf, klein. Oh, fuck. Es hat nicht mal explodiert. Es ist so weit weg, dass es nicht explodiert ist. Also, dass ich es nicht gehört habe, dass es explodiert ist. Das ist schade. Ja, moin. Direkt weiter rennen. Oh. Wo in die Richtung? Ich versuche mal Richtung Villa dazu ballern. Nee, ist zu weit schon. So. The fuck? Wo geht's hier nach hin? Okay. Das ist eine unbequeme Zone, bin ich ehrlich. Ist irgendwo ein Moped, ein Fahrrad oder ein Auto? Wenn ich mir doch noch. Ey. Ui. Ja, moin. Haben wir aber harsch hinterher geschossen. Ich hab keine Ahnung von wo. Bräuchte, glaube ich, einen fahrbaren Untersatz. Ich doch noch mal ein bisschen hier spazieren außerhalb. Alter! Der ich hier nochmal reingegangen bin. Ja, es ist einfach alles an Health-Shit. Ich hab gerade mal die Hälfte geschafft. Was geht mit der Zone, ey? Oh, da wechsle ich zu Ace. Ja, für den Nahkampf, oder? Dann habe ich... Ja. Ich weiß nicht, von wo aus der geschossen hat. Ja, ich würde gerne noch ein besseres Visier haben, weil ein Dreier-Visier ist natürlich eher so... Nicht so geil. Der muss doch da irgendwo sein. Der ist einfach mit dieser Rakete mir vorbeigeballert. Immer mit maximaler Zerstörung aus fremden Häusern gehen. Das ist ganz wichtig. Boah, krass. Das hat mein Opa mal gesagt. Er hat immer gesagt, Kind, wenn du aus fremden Häusern gehst, ohne was zerstört zu haben, machst du was falsch. Mir doch nicht noch mehr. Was ist das hier eigentlich für ein Klo? Wo sind die Türen? Fühle ich mich aber unwohl, wenn ich kacken gehe. Gehen wir mal in das Häuschen gucken. Ich hätte gerne mal so einen Aufsatz für die, was ist das, Mosin? Ich meine, sind wir ehrlich, das sieht alles hier sehr verarmt aus auf dieser fiktiven Map, aber dass hier jetzt keiner Autos leisten kann, das ist schon nicht so cool. M24, ich weiß, ist die K besser oder die M24? Oh, Vierer! Abfahrt! Der Traktor ist der Farbe? Nee, oder? Nee, der Traktor ist... Ich kann auch in die falsche Richtung. Ich kann es jetzt nicht ausprobieren. Keine Lust, deswegen drauf zu gehen, bin ich ehrlich. Also ganz ehrlich, von der Seite aus muss jemand kommen. Irgendeiner muss hier sein. Oh, da kommt ein Paket runter. Wie hoch stehen die Chancen, dass das jemand zu holen?
Geil, ein leichter Griff und noch ein leichter Griff. Ich hol mir das jetzt schnell. Komm, 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 komm. Militärweste, geilen Helm. P90, was ist denn ein Gildi-Anzug? Ha! Nehme ich. Nee, die P90 nehme ich nicht, oder? Das nehme ich mal mit. Das C4, warum nicht? Oh ja, doch, ich tausche noch schnell, ich tausche noch schnell, ich tausche noch schnell. Ja. Okay, und los. Hoffentlich war es ein smarter Tausch. Wahrscheinlich, oder? Es war ja ein Care-Paket-Waffe. Also. Oh, ich bin so froh, dass sonst hier niemand ist, ne? Oh nein, ich wollte, das war keine Absicht, ich wollte C drücken. Ich hab's direkt rektifiziert, ihr habt's gesehen. Schaut entspannt aus. Der fährt aber außerhalb der Zone rum. Na, ist ja gar nicht so spannend. Hätte ich mir gesagt, dann fahre ich ein bisschen Zug mit den Jungs. Oder für die Jungs, aber das ist eher nicht so. Ah ja, Rucksack. Wo habe ich da links jemanden langhuschen gesehen? Unsicher. Da hinten ist die Kiste. Da läuft jemand durch die Gegend. Ich habe da jemanden langhuschen gesehen. Scheiße. Ich weiß noch nicht genau wo und ich will erstmal den Ring. Ich lebe noch. Ja, so ohne Aufsatz ist halt schon nicht so geil, muss ich sagen. Hm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wo war die Person? Aber ich glaube, zweimal getroffen habe ich. Erstmal weiterlaufen, schnell. Damit der Ring nicht in den Rücken springt. Ah. Das war knapp. Junge! Jules ist wieder tot. Da hinten! Alter! Am Ende der Welt! Moment, dann kann ich die hier abfangen. Was für ein Dreier-Helm halt. Alter, was hat denn? Die ist geil. Da braucht die 5,7 mm. Kampferprobtes Legacy-Korsett, ja. Also, würde ich gerne da Christian gucken gehen. Aber irgendwie habe ich Angst, dass Sepp hier gleich im Gras liegt. Nee, macht das mal nicht. Nicht ganz so weit nach vorne. Er war getroffen. Muss hier weg, die Zone ist so am. Triff's nicht. Jetzt gucken wir doch mal. Junge, wo denn? Ach, komm doch nicht. Hä, wo soll das denn jetzt sein? Wow! Ja, mega, Alter. 216 Meter Kill! Putz, putz, putz! Let's go! Oh, da muss ich ein Stück runtersetzen. So. Bumm. 353 Meter. Der Bram ist irgendwo da hinten. Weit sein. Hört er? Den Stein? Hab ich da gerade richtig gesehen? Oh shit.
Wäre jetzt wild, wenn ich den kriege. Das war voll weit weg noch. So. Das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns. Dann können wir schon mal leicht in die Richtung gehen. Irgendwo. Da war doch noch einer. Den nicht. Muss da irgendwo sein. An Tarkov-Style. Hoffen einfach, dass wir schneller sind als der. Aber echt eine schöne Übersicht eigentlich. Ich konnte ihn leider nicht gut genug sehen, aber der hat halt auch eine M24, glaube ich. So angenehm. So, für mal folgendes. Schmeißen. Die nach da in die Richtung. Und dann gucken wir mal. Schön leise bleiben. Der ist schon so nah dran. Schon am Haus. Also Sepp habe ich gemacht. Wer sind denn noch? Christian? Ulala. Mann! Okay, ich hab noch kurz. Wo sitzt der Sack? Irgendwo da hinten. Von irgendwo da hinten aus hat er geschossen. Den habe ich ihn jetzt noch nicht. Er weiß halt, glaube ich, nicht, von wo ich geschossen habe. Irgendwo da mittig muss er sein. Und er zirkelt auch. Kann natürlich sein. Ich muss mich fast schon committen. Mach mal da unten. Da wird er hingucken. Er sitzt rechts neben mir. Kann ich. Pass auf. Scheiße. Der wirft halt immer Granaten. Let's go! Ja, die ist zu spät gezündet. Ich dachte, die Flash kriegt dich. Nee. Oh, Jay, weißt du, mit dem Opa Gicht eben, weißt du, hast mich abgesnackt. Oh Mann, ey. Alter, ja, das war aber. Da guckst du dir Bram in aller Ruhe an und dann triffst du den einmal, oder? Ja, ich hab den gar nicht getroffen, ey. Das war echt so beschissen. Da waren 325 Meter Kill auf Sepp. Das war nice. Ach, das gemacht. Ich wusste das nicht, war nice. Was da los ist. Nice. Der hat da mit irgendeinem gekämpft und er stand da in seinem weißen Ghillie-Suit einfach mitten auf so einer Landfläche und ich habe mir vom Berg weggesniped. Ich muss sagen, Jules, du hattest den auch an. Du hast den Ghillie aus der Kiste geholt, Ghillie. Ne? Ja, ja. Mach das nicht nochmal. Du bist ein weißer. Ah, sieht man den zu krass aus. Du läufst als weißer Yeti durch die Karpaten. Also, aber besser als, als mit dunklen Klamotten, oder? Nee, im Wald, da wo Jules rumgelaufen ist, da lief einfach so ein weißes Etwas rum. Ja, gut, okay. Ja, das war wieder eine Folge PUBG Battlegrounds, PUBG Turnier besser gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.